Hallo meine Lieben, ich bin Julia von Farbcafé und heute reden wir über Zeichenpapier. In diesem Beitrag werde ich dir Zeichenpapier vorstellen, das sehr gut für das Zeichnen mit Bleistift geeignet ist. Nicht jedes Papier ist wirklich gut für Bleistifte geeignet. Daher zeige ich dir heute im Zeichenpapier FAQ, also die häufigsten Fragen und die Kaufkriterien, die du vor dem Kauf deines Zeichenpapiers bedenken solltest. Unter dem Video verlinke ich dir natürlich meinen größten Favoriten, dann noch ein sehr, sehr cooles Papier, das 100% aus Recyclingmaterial gemacht wurde und ein sehr extravagantes Papier, das komplett, also nicht ganz komplett, das zu 90% aus Bambus gemacht wurde und dadurch eben auch kein richtiges Holz beinhaltet und dadurch eine durchaus bessere Klimabilanz haben sollte. Also auf geht's! In den folgenden FAQ-Bereichen werde ich dir die häufigsten Fragen zu Zeichenpapieren beantworten, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Sollten dir noch weitere Fragen irgendwie auf den Nägeln brennen, dann scheu dich nicht davor, mir in den Kommentaren deine Fragen zu schreiben oder du besuchst den Blog, denn da habe ich noch einen Artikel für dich verlinkt, den ich immer wieder erweitere. Dieses Video kann ich ja leider nicht erweitern, aber im Blog kann es sein, dass ich manche Fragen dann schon beantwortet habe. Also die erste Frage, was ist Zeichenpapier? Zeichenpapier ist ein Papier, das speziell für die Verwendung mit Bleistiften, Buntstiften und Kohle hergestellt wird. Es hat also eine relativ raue Oberfläche, die dazu beiträgt, dass das Pigment so ein bisschen abgerieben wird, also wie bei Schmirgelpapier, so in etwa. Es ist aber jetzt nicht ganz so rau wie zum Beispiel Papiere für Pastell, die sind dann doch schon etwas körniger. Die zweite Frage, wie wird Zeichenpapier hergestellt? Das ist ein durchaus komplexer Prozess, aber heruntergebrochen kann man sagen, dass Papiere aus verschiedenen Fasern hergestellt werden. Oft, aber nicht immer, spielt dabei Holz eine große Rolle. Papiere mit Hadern sind besonders hochwertig. Hadern sind Stoffe aus der Baumwollindustrie, also aus der Textilindustrie, irgendwelche Reste. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt deine Klamotten hergestellt werden und da Reste übrig bleiben, dann werden diese Stoffstücke wieder aufgelöst und die Fasern dann dafür verwendet, um Papier daraus zu machen. Und diese Papiere sind besonders hochwertig, da sie ganz besondere Eigenschaften haben und besonders stabil sind. Inzwischen werden aber auch sehr, sehr viele holzfreie Papiere angeboten, so wie zum Beispiel das Papier aus Bambus, das ich dir vorhin kurz erwähnt habe. Das Papier wird aus Bambus und aus Hadern hergestellt. Also ist durchaus sehr hochwertig und klimaneutral, nicht unbedingt hundertprozentig nur für das Zeichnen mit Bleistift hergestellt. Aber da das Papier sehr, sehr robust ist, kannst du damit zum Beispiel auch mit Gouache, Acryl und sogar Aquarell darauf malen. Ich habe dazu auch schon ein anderes Video gemacht, das verlinke ich dir oben in der Infocard. Wenn dieses Gemisch aus Fasern und Wasser und Leim angerührt wurde, dann wird es mit einem Sieb abgeschöpft und anschließend getrocknet. Manche Papiere werden gewalzt oder gepresst, andere werden offen getrocknet. Wird das Papier besonders glatt, dann wird es heiß gepresst. Das kannst du dir so vorstellen, als würde man es mit einem heißen Bügeleisen bügeln. So werden alle Fasern fest angedrückt und das Papier wird an der Oberfläche glatt. Je nach Sieb und Materialien und Trocknungsverhalten entstehen dadurch ganz, ganz unterschiedliche Papiere. Nächste Frage, kann ich normales Druckerpapier zum Zeichnen benutzen? Ich würde sagen, für schnelle und grobe Skizzen kannst du durchaus mal Druckerpapier benutzen, aber um richtig schöne Zeichnungen zu machen, solltest du es lassen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich dir teures Zeichenpapier andrehen möchte, sondern weil du einfach nicht glücklich werden würdest, wenn du ganz normales Druckerpapier benutzt. Das Druckerpapier ist meistens ziemlich dünn, also es hat so um die 80 bis 90 Gramm pro Quadratmeter und es wurde meistens auch nicht mit extra Volumen versehen. Das passiert, indem das Papier quasi aufgeflufft wird beim Trocknen und dadurch bekommt es eine gewisse Dicke. Dieses Papier ist dann auch relativ weich, also dieses aufgeflufte, das gute Papier ist dann relativ weich, dadurch kannst du mit dem Bleistift auch viel mehr Abrieb erzeugen. Zeichenpapiere haben außerdem eine spezielle Oberflächenbehandlung bekommen, sodass sich die Pigmente deiner Stifte gut abreiben und anschließend auch haften bleiben. Ein weiterer Punkt ist die Aufbewahrung.
Dein Zeichenpapier solltest du trocken, lichtgeschützt und glatt lagern. Durch die stabile Rückpappe kannst du die meisten Blöcke auch stehend lagern. Am besten warten deine Skizzenblöcke und Bücher im Schrank hinter verschlossenen Türen auf dich. Sonneneinstrahlung kann manche Papiere verfärben oder spröde machen. Jetzt kommen wir zu den Entscheidungskriterien vor dem Kauf von Zeichenpapier. Zeichenpapier im Block, im Skizzenbuch oder als eigene Bögen Zeichenkarton. Hier kann man mal wieder sagen, es gibt für jede Anwendung, jede Idee seine Vor- und Nachteile. Bei der Wahl kommt es ganz auf dich und deine persönlichen Ansprüche bzw. die Ansprüche deiner Professoren oder Lehrer an. Ein Skizzenbuch hat den großen Vorteil, dass es sehr stabil ist. Außerdem hast du da dann, wenn du kontinuierlich darin zeichnest, sozusagen ein Protokoll oder ein Tagebuch deiner Fortschritte und hast am Ende dann einen tollen Überblick über das, was du geschaffen hast. Ein Block mit heraustrennbaren Blättern ist leicht zu transportieren. Allerdings können die Blätter leicht herausfallen und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen blöd. Dafür ist das natürlich sehr praktisch, wenn du zum Beispiel deinen ganzen Block zur Uni oder in die Schule transportieren musst, das Bild, das dann fertig entstanden ist, dann aber abgegeben wird. Der große Vorteil an Blöcken ist auch, dass du dann natürlich mehrere Blätter übereinander hast und der Untergrund so ein bisschen weicher ist. Das ist dann viel weicher, als wenn du zum Beispiel dein Blatt einfach auf den Tisch legst und so kannst du mit dem Bleistift auch viel besser zeichnen. Einzelne Blätter sind gut, wenn du richtig, richtig groß arbeitest und dein Papier vielleicht sogar aufspannst auf eine Platte oder auf den Tisch. Sie sind sehr schwer zu transportieren, weil sie eben keine Rück- oder Frontpappe haben. Dafür haben sie aber auch unter Garantie keine unschönen Klebekanten, die ja in einem Block manchmal vorkommen können. Und auch so Perforationskanten sind auch nicht immer schön, die dann bei Spiralbindungsblöcken manchmal auftauchen. Will ich holzfreie Papiere? Aufgrund unseres wachsenden Umweltbewusstseins legen viele Wert darauf, nachhaltige Rohstoffe zu nutzen. Alternativen sind dann zum Beispiel Zeichenpapiere aus recyceltem Papier oder aus alternativen Werkstoffen. Ein sehr schöner Block aus recyceltem Papier ist zum Beispiel der Dollar Romney, falls er so ausgesprochen wird, der Zeichenblock Eco. Alternativ ist in dieser Hinsicht das Bambupapier von Hahnemühle auch sehr schön, da es aus Bambus hergestellt wird. Bambus ist ein asiatisches Grasgewächs, das sehr schnell zu wuchern anfängt und daher eine bessere Klimabilanz hat als ein alter Baum, der seit 200 Jahren gewachsen ist. Der Verband Deutscher Papierfabriken hat in seinem Papier-ABC von 2015 holzfreies Papier folgendermaßen definiert. Holzfreies Papier enthält bis auf einen zulässigen Massenanteil von 5% keine verholzten Fasern. Das weitere Kriterium ist die Alterungsbeständigkeit. Wenn du deine Bilder zum Beispiel ausstellen möchtest oder aufbewahren, dann solltest du darauf achten, dass du alterungsbeständige Papiere benutzt. Das steht aber auch immer auf dem Papier drauf. Andere Papiere könnten sehr schnell vergilben oder sogar spröde werden. Das letzte Kriterium, das ich dir heute vorstellen möchte, ist die Oberfläche. Zeichenpapiere für Bleistiftzeichnungen können matt oder glatt sein und sie sind üblicherweise nicht gestrichen. Matt bedeutet dabei, dass sie relativ rau sind und glatt eben, dass sie glatt sind. Die glatten Papiere sind allerdings immer noch so rau, dass du mit einem Bleistift sehr gut darauf zeichnen kannst. So, das war's für heute aus der kleinen Reihe Zeichnen lernen Schritt für Schritt. Ich habe auf meinem Blog dazu eine ganze Blogreihe gestartet. Darin geht es um das Zeichnen lernen, Bleistifte, natürlich jetzt auch Zeichenpapier. Dann habe ich eine kleine Anleitung für Striche und Schraffuren gemacht und es folgen noch die weiteren Anleitungen Formen, Licht und Schatten, Objekte und Tiere zeichnen. Ich hoffe, du hast jetzt eine kleine Idee von Zeichenpapieren erhalten und bist ein bisschen schlauer als vorher und hattest zusätzlich noch ein bisschen Spaß. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!